Und damit direkt hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ah, es wird gerade Tag. Wir müssen uns leider das Glas Honig hier genehmigen, damit wir nicht verrecken. Oh, wir haben sogar zwei Kleber bekommen. Ich bin ja begeistert. So, das Bier und sowas können wir wegpacken. Das haben wir gerade fertig gerichtet. Können wir auch einiges wegpacken. Großes Essen. Auch so einiges, ein Sand. Holz, Eisen, Messingblei, da hier gefertigte Sachen. Brauchen wir aber gerade nicht, das können wir noch zerlegen. Und dann haben wir hier Kleber und Stoff. Das passt noch hier rein. Munitionsteile haben wir hier. Fertig rein. Was packen wir da rein? Werkzeuge plus Mods. Packen wir nochmal den Schraubenschlüssel hier rein, weil wir haben ja einen F4er. Brauchen wir nur für Werkbänke und so. Stahlsperrteile können wir wegtun. Machetenteile können wir beim Händler verkaufen. Genauso wie das hier. Gewehrteile sollten wir allerdings aufheben. Die werden wir brauchen. Ah, wir haben jetzt die ganzen Rohre wieder weggetan. Hier aufheben. So, dann gucken wir mal, was die Nester machen. Die Nester hier, die alle Tausammler auch. Das ist mittlerweile voll sein. Zumindest zwei. So, Kartoffelpflanze. Ich will immer mit E ins Menü. Hier werde ich eiskalt bei Blizzard vom Blizzard angeschrieben. Beziehungsweise nicht vom Blizzard, sondern bin ja online auf mehreren Plattformen. Da wurde ich jetzt gerade angeschrieben. Wahrscheinlich, ob ich heute Zeit habe. Kartoffel. Saat einmal. Ach, dahin. Der Tausender ist hier sogar gleich schon fertig. Ich finde ja gut, dass man da keine Gläser mehr braucht und sowas. Dann dafür. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich hier noch für Problemchen habe. Und zwar haben wir Schürfwunde und Erschöpfte. Bis erschöpft und erleidet es 10% mehr Schaden durch alle Angriffe. Ist Vitamine um zu heilen. Machen wir doch Vitamine benutzen. Schürfwunde benutzen wir einmal Aloe Vera. Groß essen. Direkt nach hier oben. Das werde ich die ganze Zeit angeschrieben. Und nur Momente. So, kurz Rede und Antwort gestanden. Jetzt kann der Händler mal so langsam aufmachen, dann können wir nämlich die Quests abgeben. Ich glaube, dann macht er es um 6 oder um 8 Uhr auf. Und dann können wir ja gerade noch mal gucken, ob wir wo looten können. Da lungert noch ein rum. Das ist leer. Oh, Fahrrad hat lange gestanden. Zu der Dame hin. Ach, der ist auch da. Vielleicht kann ich ja hier direkt wieder auslooten. Ja, ungerührt.
Hallihallo, hallo. Jetzt noch der hier. Aber viel aus. Können wir direkt mal reingucken. Das ist nämlich auch wieder aktiv. So. Weißt du gerade, was von links nach rechts lag? Von rechts. Dieser Aim-Button im Moment. Ah, da steht noch derer. Was ist mit dir los? Boah, hat mich der Händler jetzt erschreckt. Boah, hat mich der jetzt erschreckt, ey. So, Fleisch brauchen wir. Leider kein Nester mehr drin. Ah, es regnet schon wieder. Ich hasse Regen. Und steht der. Guter Zombie-Hund ist ein guter Zombie-Hund. Schön, dass er uns direkt hier aufgelaufen ist. Warum treppt ihr mich immer? Der fällt auf mich drauf und trifft mich, ey. Ich könnte nicht zuschlagen, wenn ich gerade runterfalle. Er hat sogar gelbe Augen, zumindest ja, ein gelbes Auge, eher gesagt. Geht's noch? Jetzt nicht mehr. Ich hatte das mal. Die Dinger nicht. Okay, die gehen auch nur Holz, also. Ergebene Liebesmühe. Dann können wir den Bus noch mal. Nichts Interessantes drin. Ja. Ist aber auch nichts drin. Die Fässer hatten wir gerade. Können wir hier noch mal hoch. Teile ohne Ende. In der Drehung trifft er mich. Verdammt ich noch mal, also ganz ehrlich, ey, das ist so behindert, dass die Schrotze so kacke ist, ey. Boah, ey, krieg ich die Krise, ey. Das finde ich echt, manchmal zum Kotzen, ey. So, das Spiel macht mir echt Spaß zu spielen, ne, aber hin und wieder so diese Logik, dass du mit der Schrotze einen ins Gesicht schießt. Ja, sie ist nur Level 4, sie macht nicht so viel Schaden, aber... Dass die denken, das sieht manchmal so aus, als wüssten die, dass du auf die zielst und die extra mit ihrem Kopf weggehen und so und du dann daneben schießt. Ja, du bist auch wieder da. Auch klar, dass man da daneben schlägt erstmal.
fragst mich das an? Ich bin schon eh leicht heute aus einem anderen Spiel heute gekommen, weil man sich gedacht hatte in WoW zum Beispiel, da hat einer ein Mate ziehen wollen, null equipped, nur fast nur grünes Zeug an. Dann waren zwei Evoker mit dabei, die natürlich überhaupt keinen Schaden gemacht haben. Macht nicht die Kisten kaputt. Das kannst du gerne kaputt machen. Ja, genau wieder. Oh, das ist auch sowas. Er kommt aus der Drehung raus und schlägt mich wieder direkt, ey. Mein Gott, ey. Manche Sachen kannst du dir echt nicht ausdenken. Pistole Level 6. Da könnte man dann wieder mehr investieren, weil die mehr Schaden macht als diese Pistole, ne? Die macht 30. Die macht schon 46. So, dann machen wir da mal verändern. Nimm das raus. Dann die können die reinpacken, da die können wir ja richtig aufrüsten. Und haben da direkt 15 Schuss drin, jawohl. Sonst noch irgendwo was, was wir looten können? Ging hier nicht auch mal eine Kiste an? Ah, nee, die war ja draußen. So, dann geben wir jetzt beim Händler die Quest ab, verkaufen ein bisschen was. Und nehmen am besten direkt die nächste Quest an. Jetzt hat es gerade geleckt, also. Geht nirgendwo was Neues. Den Hasen nehmen wir jetzt mal noch mit. Ja, immerhin 10 Fleisch. In den ganzen Eiern, die wir haben, braucht man natürlich auch jede Menge Fleisch. Thorsten nehmen wir mit, falls wir was kaufen wollen. Die brennende Schaft-Mod können wir auch verkaufen. Weil Feuerwehr-Axt reicht ja damit auszustatten. Hugh Jackman, ich komme. So, was hast du? Heimlich Mod, ich mit fertigem Zeitschriftenpaket, das nehmen wir. So, darf ich dann in den Fahr sehen? Ich möchte nämlich das hier verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Die Waffe kaufen wir auch direkt. So, was können wir denn jetzt hier Schönes kaufen? Erstmal nach dem Magazin gucken. Knife Guy, Tactical, Explosive, verbessert die Fertigkeit von Sprengstoff. Nein. Das kaufen wir mal. Sollen wir hier dann noch Rohstoffe Beton bestimmt? Ach, nicht mehr genug Geld, If aber there's nothing egal. else, you best be on your way. Selbstgebaute Schrotflinte-Qualitätsstufe 5 freigeschaltet. Abläufige Schrotflinte. Die öffnen wir mal. So, wir haben hier ein elektrisches Handwerk für Gewehre und Sammelwerkzeuge. Was wollte ich jetzt gucken? Und zwar Schrotflinte. Selbstgebaute Schrotflinte Stufe 5, die interessiert uns gar nicht.
Für die Schrotflinte braucht man dann natürlich auch die Erkenntnis der Wissenschaft. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Abholung Säubernstufe 3 in 395 Metern. Nehmen wir. Aber wir nehmen die Spitzhacke weg. Rüsten trotzdem mit der Schrotflinte noch aus. Weil wir wollen ja nicht drauf gehen. In die Richtung müssen wir. Wir können auch direkt gucken, dass wir erst looten können. Und geben jetzt erstmal ein bisschen Stoff. Hoffen, dass wir da vorab auch mal looten können, bevor wir die Quest starten, weil das bringt immer maximalste Ausbeute. Sollte es zumindest. So, super Shamey Way. Ah, okay. Gott sei Dank hat das nicht das Fahrrad zerstört. Ah, der Buffalo Store. Das Buffet hier, ja, gucken wir mal. Okay, wir können vorher looten. Im schlimmsten Fall müssten wir, glaube ich, nochmal zurückfahren. Ein paar Sachen ablegen. So, natürlich nicht hoffen. So, Robotikwaffen haben wir schon. Fallenverbesserung. Jetzt kommen wir da rein. Das wollte ich mitnehmen. Und das. Manchmal muss man halt auch ein ruhiges Händchen beweisen und einfach mal warten, bis alle drei in Reihe stehen. Okay, ich scheine mich aber an das Gebäude gar nicht zu erinnern. Jedenfalls macht's flop, flop, flop. War ja klar, dass er mich noch erwischen muss. Ich das noch ein. Mal hier rauf. Ist auf jeden Fall irgendein Fabrikgebäude. Naja, oh. Nix lohnenswert. Raus. Da ist nichts drin. Wir müssen nur immer schneller sein als die Hunde. Und ich bringe mal doch mal eiskalt hier runter. Sind im Gebäude drin. Okay, war sehr schön. Oh, die war jetzt doch schneller da als gedacht. So, das ist die schöne Essensausgabe. Was haben wir denn? Das sind alles Maisdinger, ja, okay. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. So. Übes Wasser. Ich kann mich an das Gebäude, muss ich ganz ehrlich gesehen, gar nicht erinnern.
Aber das hier ist ja auch verschlossen, also gehe ich davon aus, dass wir hier noch überhaupt nicht drin waren. Ja, komm schon. In 4 Sekunden kannst du mir da auch noch geben. Das ist ein Stahlspeer. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr wirklich, ne? Okay, sagen wir mal so, das Gebäude, die Gebäudeart kommt mir doch schon irgendwo bekannt vor. Aber in diesem Gebäude waren wir noch nicht drin. Deswegen nehmen wir erstmal ein bisschen was auseinander. Zombies auf uns zukommen. Würde mich wundern, wenn hier keiner ist. Hier ist keiner. Hallo? Okay, da kommen sie. Nicht gerade wenig. In die Luft gesprengt, wir haben Schaden bekommen. Das war nämlich auch der Plan. Das ist halt immer das Gefälligste, wenn die so von oben nach unten wegkommen. Wir haben aber... aber auch das aus. So. Okay. Nämlich ran, auch wenn nichts wirklich Interessantes da drin ist, aber hier haben wir auch noch mal was. Und was hier alles drin ist und was wir dann finden, wenn wir die Quest machen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis dann, ciao, ciao.